Hey, ich bin der Manfred. Habt ihr euch nicht auch schon mal gewünscht, dass ihr große Flächen nicht unbedingt immer nur mit Eimer und Lappen reinigen müsst? So ein kleiner Hochdruckreiniger, das wäre das Richtige. Aber welchen nehmen? Wir haben uns 7 mittelgroße Geräte besorgt und testen die nach 3 Hauptkriterien. Qualität, Bedienkomfort und Funktionalität und Ergonomie. Mal sehen, welche 2 die gute Wahl sind. Bevor es losgeht, ist natürlich eine gute Bedienungsanleitung wichtig. Hier haben wir eine, die uns gut gefallen hat. Das liegt hauptsächlich an der sehr detaillierten Darstellung der Einzelteile und der Bedienung. Nicht so gut gefallen hat uns die Vielzahl der Sprachen pro Anleitung. Da ist für den Nutzer weniger sicher mehr. Empfehlung unserer Tester? Macht einfach eine Fotokopie der Wunschsprache und benutzt nur die und bewahrt sie auf. Wichtig für den Transport sind feste Griffe. Auch leicht laufende Räder sind von großem Vorteil. Das Gewicht der Geräte schwankt zwischen 4 und 12 Kilogramm. Wobei schwer nicht unbedingt schlecht sein muss. Das kann die Standsicherheit durchaus erhöhen. Es macht einfach keinen Spaß, wenn man den Druckschlauch abrollen will und das Gerät dabei ständig umkippt. Die Auf- und Abwicklung des Druckschlauches ist bei manchen Geräten sehr fummelig. Schön ist eine Schlauchtrommel, bei der der Schlauch durch Drehen aufgewickelt wird. Unterschiede gibt es bei der Länge des Druckschlauchs. Die kürzesten erreichen 5, die längsten bis zu 7 Meter. Das ist sehr hilfreich bei größeren Flächen. Auch die Länge des Stromkabels ist entscheidend, wie weit man sich ohne Verlängerungskabel von der Steckdose entfernen kann. Die Auf- und Abwicklung des Stromkabels funktioniert bei den meisten Geräten gut. Manches Stecksystem, mit dem Pistole, Verlängerungen und Düsen verbunden werden, ist recht schwergängig. Das merkt man vor allem, wenn man welche benutzt, die sich richtig gut bedienen lassen. Was überhaupt nicht geht, sind Druckschläuche, die abknicken oder Schlauchanschlüsse, die nicht fest an der Spritzpistole sitzen bleiben. Auch die Dichtung sollte nicht schon nach 10 Einsteckversuchen verschlissen sein. Der Druckaufbau, also die Zeit, die das Gerät vom Einschalten bis zum betriebsfertigen Druck benötigt, lag bei allen Geräten unter 2 Sekunden. Gut ist, wenn die Einstellung von Druck und Strahl mit einem Handgriff erfolgen kann. Das Ansaugen des Reinigungsmittels erfolgt entweder direkt im Gerät oder durch einen Behälter, der an der Lanze eingesteckt wird. Nur 2 Geräte waren in der Lage, den mäßig verschmutzten Steinboden ordentlich sauber zu bekommen. In der Lautstärke haben sich die Geräte nicht groß unterschieden. Alle waren recht laut. Ach ja, wir haben selbstverständlich für diesen Test Regenwasser aus der Zisterne und kein Trinkwasser benutzt. Unsere gute Wahl sind der Kärcher K4 und der Greenworks G40. Beim K4 kommt allerdings hinzu, dass er komplett ausgestattet ist mit Reinigungsmittel, mit Flächenbürste, sogar ein Schlauch mit den Anschlüssen ist dabei. Der Greenworks hat alles das, was man notwendigerweise braucht, kommt man also sehr gut mit zurecht. Den ausführlichen Test mit allen Produkten findet ihr natürlich auf gutewahl.de. Hey, habt ihr euch nicht so ein kleiner Hochdruckreiniger? Mal sehen, welche 2 die gute Wahl gewinnen.